Schönen guten Morgen wünsche ich euch. Heute bin ich mal, habe ich mich entschieden, spontan live zu gehen und über Misoma nochmal zu sprechen. Über mein Programm Mindful Social Media Marketing, mein großes 12-Wochen-Programm, das ja jetzt wieder startet. In der ersten Novemberwoche gehen wir gemeinsam los. Und bis zum 27. Oktober gibt es noch die Möglichkeit, sich anzumelden. Und ich dachte, ich mache jetzt einfach mal ein Live für alle, die sich noch nicht ganz sicher sind oder noch nicht so ganz verstanden haben, wie ist das Programm aufgebaut, wäre das vielleicht etwas für mich, und erzähle euch da ein bisschen was darüber. Und als erstes, ach ja, ganz zum Schluss, möchte ich gerne auch noch die Guest-Speaker verraten, die in dieser Runde Misoma mit dabei sind, weil ich weiß, dass das doch auch immer ein ganz besonderes Highlight ist und nochmal was anderes mit dazu bringt, eine andere Sichtweise auch mit dazu bringt. Und ich möchte als erstes so ein bisschen hinter die Kulissen blicken lassen, nämlich, dass ich tatsächlich euch erzählen, dass ich tatsächlich mir am Anfang die Frage gestellt habe, möchte ich dieses Programm überhaupt nochmal machen? Also fast hätte ich mich gar nicht für eine zweite Runde Misoma entschieden. Und das liegt einfach daran, dass ich grundsätzlich so ein Typ bin, der was Neueres spannender findet und der immer das Gefühl hat, wenn ich etwas einmal gesagt habe, dann ist es ja da, dann ist es ja draußen, dann hat es doch die Welt schon bekommen. Also selbst zu meiner ersten Misoma-Runde musste man mich eigentlich fast so ein bisschen hintragen, weil ich der Meinung war, Moment mal, ich habe doch in meinem Buch Mindful Social Media Marketing, ich habe doch alles geschrieben, die Leute haben doch das Buch, die können das Buch durcharbeiten und so ihre Medien, ihre Social Media Strategie erarbeiten. Aber mir ist dann einfach klar geworden, weil das wirklich auch als Wunsch an mich herangetragen wurde, dass das eben nicht so einfach ist, wirklich ein Buch zur Hand zu nehmen, das Buch diszipliniert durchzuarbeiten, kein Feedback auch zu bekommen, nicht zu wissen, ist das eigentlich in Ordnung, was ich mir jetzt ausgedacht habe über meine eigene Strategie. Und genau deshalb habe ich dann im Frühjahr die erste Runde von Misoma ins Leben gerufen. Und als ich jetzt gemerkt habe, dass mir so ein bisschen das Feuer gefehlt hat, um die nächste Misoma-Runde nochmal anzupacken, habe ich die Testimonials nochmal durchgelesen, die meine wunderbaren Teilnehmerinnen, wir hatten 19 Teilnehmerinnen in der ersten Runde dabei, mir geschrieben haben. Und da sind mir wirklich fast die Tränen gekommen und da ist mir wirklich nochmal klar geworden, wie wichtig dieses Programm ist und ja, wie viel das den Teilnehmerinnen einfach gegeben hat, dass sie wirklich den Mut gefunden haben, sich zu zeigen. Zum einen durch ganz, ganz viel Klarheit, Klarheit über ihr Warum, für wen, auf welchen Kanälen, wie genau sie alles ausdrücken wollen und was überhaupt ihre Themen sind. Also da war ganz, ganz viel Klarheit da. Auf der anderen Seite aber auch diese ganz starke Unterstützung 3 Monate lang von einer Gruppe von Unternehmerinnen und Unternehmern, die wirklich ähnlich sind wie du, also die ihre Werte in den Fokus stellen möchten, die nicht einfach nur eine Ego-Show machen wollen, die auch nicht klingen wollen wie alle anderen, sondern die zwar einerseits strategisch arbeiten möchten, aber andererseits auch wirklich ihr Bauchgefühl und ihre Intuition mit an Bord haben möchten, also die da wirklich ganz ähnliche, ja, Bedürfnisse haben, was so eine Marketingstrategie angeht. Und was mich ganz besonders berührt hat, war das Feedback zu Misoma, dass es den Teilnehmerinnen gelungen ist, diese Dinge, die eigentlich strategische Arbeit sind, wirklich zu fühlen. Wirklich zu sagen, okay, jetzt kann ich dahinter stehen, jetzt passt das zu mir, jetzt ist das meins. Und das ist eigentlich mein allergrößtes Ziel mit Misoma. Wenn ihr Fragen habt, dürft ihr die natürlich jederzeit in die Kommentare schreiben und ansonsten erzähle ich erstmal noch was über den Aufbau des Programms und werde dann am Schluss auch noch verraten, wer in der zweiten Runde als Guest-Speaker mit dabei sein wird. Genau, wunderbar. Misoma ist angelegt als ein 12-Wochen-Programm. Das heißt aber nicht unbedingt, dass wir diese 12 Wochen jetzt am Stück durcharbeiten und danach ist dann vorbei.
sondern, und da bin ich tatsächlich auch schon drauf angesprochen worden, es ist ja zum Beispiel Weihnachten mit drin. Und im Sinne der Achtsamkeit, wir wollen eine Mindful Social Media Strategie machen, werde ich natürlich auch an Weihnachten eine Pause anbieten. Und es wird wahrscheinlich auch so zwischendurch immer mal wieder, wenn ich merke, okay, der Stoff war jetzt ein bisschen viel und es gibt das Bedürfnis der Gruppe, da möchte ich wirklich auch ganz stark auf die Gruppe eingehen, das Bedürfnis der Gruppe auch mal durchzuatmen. Dann gibt es auch mal eine Reflexionswoche, eine Woche, wo man das alles sitzen lassen kann und wo man nacharbeiten kann. Aber prinzipiell die Aufgaben, die verschiedenen Kapitel und Blöcke, die wir so haben, die wir uns zusammen anschauen, die sind auf 12 Wochen angelegt. Es kann aber sein, dass es sich dann auf 3,5 oder vielleicht sogar 4 Monate ausdehnt, unsere gemeinsame Zusammenarbeit. Und in dieser Zeit wollen wir wirklich so diesen Social Media Berg gemeinsam erklimmen. Das allererste, was ich machen werde mit jedem einzelnen Teilnehmer und jeder einzelnen Teilnehmerin, und das ist was, was mir ganz fest am Herzen liegt, warum Misoma auch niemals ein Programm mit 100 Leuten werden kann, weil das hängt dann tatsächlich an mir und ich möchte das auch ganz stark. Ich werde mit jeder einzelnen Person eine Warum-Breakthrough-Session machen. Also wir gehen ganz, ganz tief rein in die Frage, was berührt dich ganz persönlich, und erarbeiten da deinen Satz, der dich motivieren, der dich antreiben kann, während Misoma aber auch weit darüber hinaus. Also deinen Warum als Grundlage erarbeiten wir im 1 zu 1. Ab dem Zeitpunkt dann kommen wir als Gruppe zusammen, und in dieser Gruppe sehen wir uns eigentlich wöchentlich. Und zwar entweder habt ihr die Möglichkeit, zum Coworking zu kommen. Das heißt, wir werden einen ganzen Tag gemeinsam umsetzen. Oder es gibt einen Gruppencall, wo wir Fragen zu dem, was ihr erarbeitet habt, mit euch anschauen und beantworten werden, wo ich auch Feedback geben kann, wo es auch immer mal wieder kleine Inputs gibt, wenn ich das Gefühl habe, das macht jetzt gerade Sinn. Also jede Woche kommen wir entweder fürs Coworking oder auch für einen Gruppencall zusammen. Ihr bekommt jede Woche eine Mail mit klaren Aufgaben, die sich am Buch orientieren. Also wir gehen wirklich auch diesen Weg, der im Buch beschrieben ist, gemeinsam durch, und ihr bekommt ganz konkret die Aufgaben, um die dann auch zu erfüllen und da auch wirklich dran zu bleiben. In einer Facebook-Gruppe werden wir unsere Ergebnisse teilen, werden wir laufen, werde ich zur Verfügung stehen für Fragen, ich und mein Team, da sind wir auf jeden Fall immer für euch da. Und es gibt euch einfach auch die Möglichkeit, euch gegenseitig ganz stark zu unterstützen. Es gibt in Misoma nicht direkt ein Modul, das jetzt Mindset heißt oder Mindset-Arbeit, weil ich gemerkt habe, das ist tatsächlich etwas, das zieht sich durch den ganzen Prozess sowieso durch. Also diese Fragen kommen nach und nach auf, diese kurzen Momente, wo man das Gefühl hat, ich traue mich nicht so richtig oder es passt noch nicht so richtig oder ich kann noch nicht genug, all diese Dinge. Und da habe ich inzwischen wirklich von der ersten Runde, und da habe ich eine Riesenfreude dran, eine Toolbox angelegt in unserem Kursbereich, wo unterstützende Meditationen drin sind. Also zum Beispiel eine Meditation, wie man sich besser mit seiner Intuition verbindet. Oder Powerübungen, bevor man live geht, um da die Energie nach oben zu bringen. Eine Yin-Yoga-Stunde, eine wunderschöne, die einen wirklich mehr mit seinem Mut und seinem Warum verbindet, dass man nach draußen gehen kann. Also da gibt es auch eine Toolbox, auf die wir jederzeit zurückgreifen können. Und eben, wie gesagt, den besagten Support in der Facebook-Gruppe. Also nochmal ganz kurz, die Kernelemente sind also tatsächlich eure wöchentliche Aufgaben, die euch durch das Buch führen, unsere Facebook-Gruppe, wo immer der Austausch stattfindet, Coworkings und Gruppencalls, Coaching-Calls, die wir gemeinsam haben werden. Und vom Warum aus, um nochmal kurz den Weg zu beschreiben, den wir gemeinsam auf den Social-Media-Gipfel gehen, werden wir uns dann fragen, für wen seid ihr überhaupt hier auf Social Media da, und nicht nur auf Social Media, sondern natürlich, für wen ist überhaupt euer Angebot? Und
da möchte ich mich auch ein bisschen lösen von diesem typischen Wunschkunden-Avatar und möchte reingehen in eine etwas ungewöhnliche Bestimmung, dass ihr diese Person wirklich vor euch sehen, spüren und fühlen könnt und wirklich Lust habt, Inhalte für diese Person auch zu kreieren, weil ihr einfach richtig Lust habt, mit dieser Person auch zusammenzuarbeiten. Das heißt, ihr schafft euch ein Gegenüber, mit dem ihr hier auf Social Media immer reden könnt, selbst dann, wenn ihr vielleicht gerade ein Live macht und gar niemand zusieht, oder auch wenn ihr einfach nur einen Text schreibt. Also da schaffen wir uns ein ganz klares Gegenüber. Dann geht es weiter in die Stufe wo, beziehungsweise wofür, wo wir Ziele setzen für euer Content Marketing und uns auch überlegen, was sind denn dann eigentlich die richtigen Orte? Also was ist euer Haupt-Social-Media-Kanal zum Beispiel und was sind die anderen Kanäle, die ihr noch mitbedienen möchtet, wann es strategisch für euch Sinn macht, um zu diesem Ziel, das ihr gerade definiert habt, auch hinzukommen. Und auch da wirkt wieder das Warum, das wir ganz am Anfang zusammengearbeitet haben, wirkt ganz stark mit rein. Also zum Beispiel kann es sein, dass wenn euer Warum so ein bisschen das Grundbedürfnis von Zusammensein, Zusammengehörigkeit im Zentrum hat, dass dann für euch eine Facebook-Gruppe und ganz klar ein Fokus auf Community-Building, egal eigentlich auf welchem Kanal, für euch ganz stark Sinn macht. Wenn ihr aber eher so ein kämpferisches Warum habt, dann seid ihr vielleicht auch auf Twitter oder auch in hitzigen Facebook-Gruppen und Diskussionen und mit einer durchaus provokanten Facebook-Seite vielleicht auch ganz gut aufgehoben. Also da seht ihr auch, wird auch der Ton durch das Medium zum Teil mitbestimmt, beziehungsweise ihr könnt euch direkt den Kanal aussuchen, der zu euren Kommunikationsvorlieben und auch dem Ton und zu eurem Warum passt. Also wir bauen die Strategie nach und nach wirklich mit dem Warum im Zentrum auf. Dann folgt das Was. Da geht es um eure Themen. Also was sind eigentlich wirklich die Themen, über die ihr auf Social Media sprechen möchtet? Weil sie euer Warum schon für eure Wunschkundin ein Stück weit erfüllen, also weil ihr tatsächlich schon nach draußen geht und eigentlich schon mit eurem Content ein Produkt, etwas Gutes nach draußen bringt, und weil sie aber gleichzeitig auch punktgenau auf euer Angebot hinführen. Weil letztendlich macht ihr ja Social Media Marketing, weil ihr euch wünscht, dass später jemand mit euch zusammenarbeitet und euch hier wirklich gut kennenlernen kann auf Social Media. Genau. Nach dem Was kommen dann noch die Stufen Wie und Wofür. Und das sind oft die Stufen, wo die meisten eigentlich sowieso den Blick immer drauf haben. Also wie muss der Post gestaltet sein? Wie vergrößere ich auch meine Community? Wie bekomme ich mehr Abonnenten? Wie mache ich ein gutes Live-Video? All diese Fragen, das schauen wir uns im Modul des Wie an. Und ich finde es aber ganz, ganz wichtig, dass bevor wir das tun, wir wirklich eben die unteren Stufen gemeinsam gegangen sind, weil sich nämlich viele Antworten dadurch für euch schon automatisch ergeben. Also ihr habt tatsächlich, wenn ihr die unteren Stufen gegangen seid, habt ihr schon ein gewisses Bauchgefühl, wie ihr eigentlich Posts gestalten möchtet, dass die zu euch, eurem Warum und eurer Wunschkundin passen. Aber ihr bekommt dann natürlich von mir noch generelle Gestaltungsleitlinien. Wie schreibt man einen guten Text? Wie gestaltet man einen guten Post? All das, was euch da auch nochmal hilft und Sicherheit gibt zur Orientierung. Und zu guter Letzt, und das ist zwar auf der Pyramide das Letzte, aber das fließt in den 12 Wochen schon früher ein, weil das tatsächlich auch ein längerer Prozess ist, etwas, was man lernen muss, schauen wir uns euren Workflow an. Also wie schafft ihr es, Social Media Marketing wirklich in euren Alltag zu integrieren, dass das was Selbstverständliches wird, dass ihr regelmäßig hier seid, ohne dass es sich nach Anstrengung anfühlt, sondern dass es auch zu eurer Energie passt und sich auch an eure Zyklen zum Beispiel anpasst, also den Mondzyklus oder auch den Menstruationszyklus, je nachdem, was ihr da besonders stark spüren könnt. Das sind also so die inhaltlichen Punkte, die wir machen werden. Mit den Features habe ich schon kurz angesprochen, was alles mit dazugehört. Was ich jetzt so als Schmankerl noch ein wenig für mich behalten habe, für den Schluss,
ist, dass ich noch ankündigen möchte, welche Guest Speaker eigentlich diesmal mit dabei sind. Und da habe ich drei ganz wundervolle Frauen eingeladen. Und ich achte da immer drauf, dass ich jetzt nicht unbedingt die größten Namen unbedingt haben muss, sondern ich will Leute, mit denen ich schon zusammengearbeitet habe oder die mich einfach auf eine andere Art und Weise begeistert haben. Und da habe ich diesmal drei Frauen eingeladen. Zum einen Sandra Rekers. Sandra Rekers ist ein Coach für Scanner-Persönlichkeiten. Also sie schaut sich quasi an, wenn Menschen ganz, ganz vielseitig interessiert sind und auch unterschiedliche Angebote haben, wie schaffen sie es dann trotzdem, sich zu positionieren? Also trotzdem irgendwie eine klare Linie nach draußen zu bringen. Und meine Meinung ist ja ganz stark so, ja, indem sie ihr Warum in den Fokus stellen und dieses Warum eigentlich alle ihre Angebote verbindet. Aber die Sandra hat da auch noch andere Punkte, die sie mit reinbringt und ein bisschen eine andere Perspektive drauf. Und deshalb finde ich das unheimlich spannend und bin mega froh, dass sie als Gast mit dabei ist. Der zweite Gast wird dann Cornelia Schader sein. Cornelia Schader hat dieses wunderbare Hashtag, mein Logo, entworfen und mich auch in meinem Branding unterstützt zu Beginn. Und sie hat eine Werbeagentur gegründet in Bayern, die inzwischen mehrfach preisgekrönt ist. Also sie macht wirklich ganz, ganz großartige Arbeit. Und sie wird mit uns mal anschauen, wie schaffe ich es eigentlich, mich selber zu branden in Sachen Farben und Schriften. Weil ich komme ja ganz, ganz stark von der Textseite her, von der inhaltlichen Seite her. Und da finde ich es ganz toll, mir jemand noch mit an Bord zu holen, der auch wirklich dieses grafische Verständnis hat, der mit euch das Thema auch nochmal anschaut. Also sie wird mit dabei sein, wahrscheinlich im Dezember wird sie mit dazukommen. Und im Januar, passend zum neuen Jahr, habe ich dann Michaela Schechner eingeladen. Michaela Schechner ist ein ganz wundervoller Business Coach, eine Coachin, weil sie mit uns auf die Zahlen guckt, ohne dabei enorm dogmatisch zu werden. Also sie hilft euch quasi, eure Zahlen zu verstehen und nicht irgendwelche Umsatztabellen. Also genau, Entschuldigung, das habe ich vergessen zu erwähnen. Sie wird mit uns eine Umsatzplanung fürs neue Jahr machen, sodass ihr euch quasi wirklich überlegen könnt, okay, welche Angebote habe ich? Wie oft muss ich die eigentlich jeweils verkaufen, damit dann am Schluss das Ergebnis für mich stimmt? Und das Spannende bei Michaela finde ich, dass Michaela auch das, was wir mal zusammen machen, nämlich kostenlosen Content, dass sie auch das schon als Produkt mit in ihrer Tabelle hat. Und das finde ich ganz, ganz toll, weil wir natürlich auch in den kostenlosen Content unsere Zeit und unsere Energie mit reinstecken. Und das da einfach auch schon mit zu berechnen, macht für mich total Sinn. Und sie bringt uns eben bei, so die Angst vor den Zahlen so ein bisschen zu verlieren und da zu schrauben, damit ihr dann das, was ihr in Misoma gelernt habt, nächstes Jahr auch wirklich umsetzen könnt, um euren Umsatz dann auch zu steigern damit. Das sind also die Guest Speaker. Wenn ihr noch Fragen habt, ich sehe, ein paar sind schon eine ganze Weile dabei, gerne jederzeit in die Kommentare mit dazu schreiben. Und ansonsten habe ich auch alles auf meiner Landingpage zusammengefasst, wo ihr jederzeit vorbeischauen könnt. Wenn ihr noch unsicher seid, ob Misoma jetzt gerade für dich in deiner jetzigen Situation Sinn macht, dann jederzeit schreibt mir eine Privatnachricht und wir quatschen einfach mal drüber, weil mir ist es super wichtig, dass ich in diesen 3 bis 4 Monaten Menschen um mich habe, für die dieses Programm wirklich passt. Weil ich werde sehr, sehr eng mit euch zusammenarbeiten und deshalb werde ich auch keine Empfehlungen geben, wo ich das Gefühl habe, wo ich mir nicht sicher bin. Also ich werde euch ganz klar sagen, warum ich glaube, dass es passt oder warum ich glaube, dass es nicht passt und kommt da jederzeit gerne auf mich zu. Genau. Misoma findet ihr auf meiner Webseite biancafritz.com/misoma oder /mindful-social-marketing. Das ist ein bisschen die längere Variante. Da könnt ihr es euch in Ruhe anschauen. Wie gesagt, bis Ende Oktober habt ihr noch Zeit, euch zu entscheiden. Und bei Fragen bin ich jederzeit da. Danke fürs Zuhören. Bis bald. Tschüss.